Halt einfach, dass die zwei Pilotanleute so beachtet. Wenn ich zurückdenke damals, als ich noch nichts Outing gehabt habe, war das für mich das Ventil. Das heißt, ich habe selber immer gepflegte Fingernägel gehabt, sehr gepflegt, meistens ein bisschen länger. Und ich habe einfach das zelebriert. Also wir haben mehrere Transgender da. Und ich denke, das liegt daran, dass wir keinen Unterschied machen. Bei uns ist jeder gleich viel wert. Egal woher er kommt, egal was er beruflich macht. Für uns ist Mensch Mensch, Frau Frau, Nägel Nägel. Und bei uns wird jeder wertvoll behandelt und ist jeder willkommen. Das Ziel eines jeden Menschen, der den Weg geht wie ich, ist einfach nicht aufzufallen. Ich will nicht den Trans-Status ewig behalten. Ich will einfach als Frau gesehen werden und auch so leben. Deshalb macht man eigentlich alles. Nee, gar kein Problem. Vorher nicht, jetzt nicht. Wo ich es gewusst habe, nicht. Und davor, wo ich es nicht gewusst habe, da war ich, wie soll ich sagen, Nicht gewusst habe, sagst du. Das heißt, dir ist es am Anfang gar nicht aufgefallen? Nein, mir ist es nicht aufgefallen. Wie ich gesagt habe, du hast, warst vielleicht ein bisschen eine boschikosere Frau als eine typische Frau. Also nicht so die Lady, oder? So, ach und rühr mich nicht an, sondern halt eine so ein bisschen hemdsaumlig. Und wo man mir dann später gesagt hat, ja, die Victoria ist also mehr Frau als Mann, oder? Wir dachten, ja, komisch, also vom Auftreten, von der Feingliedrigkeit, Finger, Gesichtszüge, ja, Becken, lange Beine, habe ich immer gedacht, das ist eher eine Frau als ein Mann, oder? Victoria ist Victoria, also eine liebenswerte Person, die... Wenn ich ganz ehrlich bin, machst du dir natürlich dann schon Gedanken, oder? Ich habe mir für mich persönlich vorgestellt, wenn ich jetzt in der Situation wäre, welchen Kampf bist du da ausgesetzt, oder? Du wohnst in was eigentlich du nicht annimmst, oder? Also wohnst in was, du fühlst dich als Frau, bist aber als Mann geboren. Da denke ich mir, hätte ich mir halt vorgestellt, wenn mir das jetzt passieren wird, wie würdest du reagieren? Also das ist für mich so im Nachklang, ich sage, wäre das so eine schwierige Situation. Und wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen euch? Gut, wie mit jedem anderen Kollegen, der kollegial ist, der den anderen wertschätzt, der offen ist, der schafft mit der Victoria ganz zusammen. Wie kommen Sie mit Victoria in der Firma zurecht? Na, wir kommen gut zurecht und ich freue mich über die interessante Vielfältigkeit. Das ist schon nicht alle Tage, dass man so ein Thema in der Firma hat, aber wir haben uns da gut abgesprochen, machen die auch die Operation natürlich, haben wir koordiniert und hat gut funktioniert. Na, ich habe sie auch kennengelernt, wo sie quasi zwischen den Stühlen gestanden ist und dann war klar, dass sie das irgendwann auch mal umsetzt.